Herzlich willkommen, liebe Freunde, mein Name ist Bitwalker, es geht hier weiter bei State of Decay. Ihr seht hier auf der Map, ich habe hier drei Fragezeichen, Bedarf zu Hause, Lebensmittel, ich muss ein bisschen was organisieren, glaube ich. Da schauen wir jetzt mal rein und werden mal gucken, ob ich dort was machen kann. Jetzt muss ich nur schnell schauen, dass ich auch meine Knarre ausrüste, die habe ich da. So habe ich die Axt und ja, wenn ich ziele, habe ich das Gewehr, so jetzt habe ich es auch drinnen. Jetzt schauen wir mal, dass wir diese Häuser finden und dann eventuell ein bisschen Nachschub haben, um die Moral ein bisschen zu steigern, denn die Moral hier in meiner Heimatbasis ist ja recht gering. Infektionsherde, was mache ich denn gegen die wieder? Ja, nach wie vor ist mir das Spiel ein bisschen zu schnell. Was es von mir abverlangt, ich komme noch nicht so richtig mit. Macht nichts. Aber nachdem es so richtig schön sinnfrei ist, macht es einfach auch wieder Spaß. So. Schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Ich befürchte fast, dass ich da Besuch haben werde. Und da ist ja schon einer. Zack, bumm, aufs Go-Show. So, suchen wir, was wir da so finden. Da gibt es eine Dose. Können die da rein bei der Tür eigentlich? Wurscht. Die werden schon schreien, wenn sie irgendwas haben, wenn sie irgendwas wollen. Was gibt es denn da alles? Jede Menge. Ja, den blöden Dings brauche ich da nicht, denn... Halt, halt! Ja. Ruhig bleiben, ganz ruhig. Wo ist ein Schlag und die Sache ist erledigt. Braucht man nicht. Was gibt es noch da? Zum Durchsuchen. Da, Kasten, Schrank, da ist was. Was mache ich mit dir überhaupt? Brandbombe brauche ich nicht. Heute ist der Schreibtisch. Munition ist aber super. Uah. Das sind aber zwei, das ist suboptimal. Komm her. Du gehst dann mal gleich auf die Mütze und aufpassen, dass meine Axt nicht mal kaputt wird. So, jetzt haben wir dann Frieden. Ja, ich brauche schon wieder Pause, ich habe keine Kondition, die Tussi. Das ist ja furchtbar. Nach einer Weile der Verkundung ist sie erschöpft, los da gestanden. Eieiei. War das der Radio da drüben? Leuchtet das auch? Nein, oder täuscht mich das nur? Nein, täuscht mich nur. So, Ressourcen gibt es noch in dem Haus, oder was? Die Frage ist nur, wo? All quiet here. Badezimmer durchsuchen, gibt es sicher Medikamente oder irgend sowas? Und dann noch immer so einen blöden... Was ist denn das überhaupt? Ja, Müll. Geht es eigentlich rauf in den ersten Stock irgendwo? Nö. Da ist auch noch was, oder wie? Nichts gefunden. Trotzdem ist noch... Es sind noch Fragezeichen da links, um zu sehen. Das heißt, es gibt noch was zu finden. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist nur, wo? Pass auf, jetzt machen wir da mal die Tür zu. Da, da ist noch ein Schrank, schau. Da im Tischchen. So, nichts mehr da. Jetzt haben wir das auch erledigt. Warte, wenn wir uns ein neues Auto suchen, und da rechts steht einer. Laut Karte. Bei meiner pfeift er schon aus dem letzten Loch. Irgendwo da ist er. Ja, genau, den nehmen wir gleich mit. Autos gibt es ja Gott sei Dank genug. Ich habe schon Sorge gehabt, dass man da vielleicht irgendwann mal zu wenig Autos hat. Aber ich denke, momentan machen wir keine Sorgen. So, pass auf. Jetzt werden wir Richtung Heimat fahren. Moment, die Zombie hätten wir jetzt mit Rückwärtsgang erledigen da. Kommt's her da jetzt. Gibt's nicht Bonuspunkte, wenn so ein Haufen Zombies im Haufen vor? So, Retour, Heimatbasis, wo geht's denn noch hin? Ah, warte, der Fallschirm gebogen. Verdammt.
Schon langsam sollte ich mich auskennen. Ah ja, was ich auch probieren wollte oder will, ist eigentlich einmal zu schauen. Einfach mal zu schauen, wo ich meine anderen Kollegen da finden kann. Weil irgendwie die Heimatbasis wird ja immer schlechter bewertet und immer weniger Punkte habe ich da drauf. Irgendwie habe ich es nicht so ganz unter Kontrolle, das Ganze. Halt, verfahren. Da muss ich links rein. Kann ich eigentlich die Autos reparieren auch? Weil ich mir auch nicht schlecht. So fertig wie die ausschauen und aus den letzten Löchern pfeifen. So schön herpacken, dass ich noch leichter rein kann. Hoppala, mach auf die Tür. Durch da. Jetzt bringen wir noch ein bisschen was zurück da, dass sie sich freuen, dass sie ein bisschen Equipment bekommen. Ich hoffe, dass die Moral dann ein bisschen besser steigt da. So, schauen wir mal rein in den Kasten. Dann kommt da das rein, das rein, das rein. Und 762er Munition, da bist du auch genug mit. Kriegst auch ein bisschen was. Und trotzdem ist der Balken nicht so ideal. So. Alle sind verletzt, alle sind müde, ich bin müde. Die Funkerin, kann ich mit der weiterspielen eigentlich? Geht auch nicht. Kann ich nur nehmen, wenn sie befreundet sind, glaube ich, oder? Beunruhigt. Wo ist eigentlich hier der Pater, Pastor? Der ist zuversichtlich, hat eine Bratpfanne als Waffe und das war's schon wieder, oder was? Sehr unspektakulär, mit dem wir mal keinen Krieg gewinnen. Wer ist denn er da eigentlich? Alan Gunderson, was? Wachschicht, Wachturm. Hungrig, schwach vor Hunger. Ja, und dann, wieso macht er nicht eine Pause? Was gibt's denn da eigentlich? Verschiedene Spezialisierungen, oder was? Ah, Moment da. Was sind das jetzt? Schwere Waffen, Hiebwaffen. Hiebwaffen. Training. Spezialgriff. Na, das geht alles automatisch, oder? Eieiei. Sie ignoriert mich trotzdem nach wie vor. Die mag mich einfach nicht wahrscheinlich. Es wäre also interessant, seinen Infektionsherd anzugreifen, weil das schon schauen, was er da so machen kann. Mit dem Pastor kann ich noch über nichts machen. Schwach und müde, jo. Ich weiß aber nicht, wie da irgendwie da. Ich kann nicht direkt kommunizieren mit den Leuten, ich kann nur blöd quatschen mit denen. Gottes Segen kannst du auch schenken. Er bringt mir jetzt gar nichts bei den Zombies. Jo. Fragen über Fragen. Was jetzt mal versuchsweise machen könnte, ihr könnt jetzt mal zurückfahren da Richtung dieser Heimatbasis. Also mal schauen, es gibt doch irgendwo was anderes auch noch. Genau, da gibt es was. Was ist denn das gewesen da? Rette Lilis Bruder. Oh, da gibt es auch noch was. Was ist das? Bedarf zu Hause. Lebensmittel. Könnt ihr da noch besorgen? Das wäre noch zu tun. Was gibt es da? Ah, das ist mit der Richterin. Genau, das ist die andere Stadt. Das ist etwas Größeres. Was haben wir da? Tankstelle. Da gibt es sicher Ressourcen. Und da öffentliche Toilette. Ich muss noch einen Aussichtspunkt geben. Da gibt es einen. Da fahren wir jetzt mal hin. Weil das bringt mir sicher was, wenn ich einen Außensichtspunkt wieder ein bisschen was spotte. Die Frage ist, ob ich irgendwo schneller hinkomme. Oder wie die Straße nehmen muss. Wahrscheinlich wird es eh so sein. Sollen wir das Licht mal aufdrehen. Dann treffen wir die Zombies. Zombie-Horde getötet. Einen einzigen Zombie überfahren. War das schon die Zombie-Horde? Das ging dann ja simpel.
So ist der Aussichtspunkt irgendwo links drüben. So, da war doch irgendwo auch dieses Militärstützpunkt. Und da ist unser, das ist ein Infektionsherd. Aber den können wir uns dann auch an. Wenn wir mal reinrauschen und ein bisschen desinfizieren. Wenn denn das auch geht. Oh, spawnt das Auto von mir. So ist dieser Aussichtspunkt irgendwo links von mir. Oh, das ist der Wasserturm. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da rauf? Ah, da. Komm, geht da drauf, ein bisschen schneller das Ganze. Schauen wir mal, was wir da jetzt Neues entdecken. So, zur Aufklärung. Was gibt's da? Verlassener Ort. Oh, da gibt es auch noch mehrere. Schau. Fahrzeug. Noch ein Fahrzeug. Fahrzeug. Ein Crasher. Oh, da sind noch mehrere. I see some place worth a scavenging run. Zombie-Horde. Verlassener Ort. Aber alles gespottet, oder? Gibt's ja noch mehr? Nimmer. Okay, Zombie-Horde gefällt mir nicht so ganz. Da unten latschen auch ein paar rum. Schauen, dass ich schnell in mein Auto wieder reinkomme. Auch wenn der schon wieder aus den letzten... Reines Auto und losfahren. Mann. Die Frage ist, ob ich mich zu seinem Infektionsherd mal hintrauen soll. Aber ich soll mal probieren. Ist ja wurscht. Dann stirbt die Kleine halt. Wir müssen was gegen die Infektionsherde unternehmen. Wenn wir das machen... Und zwar haben wir gleich da vorne irgendwann gehabt. Da vorne links, glaube ich, war der. Die Frage ist, was macht man? Ah! Brandbomben. Das wäre das Thema, ist Brandbomben. Und ich weiß nicht, wie die hernehmen. Habe ich eine mit? Jetzt habe ich gar keine mit. Jetzt fahre ich mal zurück und hole eine. Ah, scheiß an, oder? Muss ich einfach so ein Haus durchsuchen. Das war einfach die Idee. Ich schaue einfach mal rein, vielleicht finde ich da was. Jack, do you copy? Damn it, man, where are you? You might want to go check it out. So, machen wir zu die Tür. Genau, jetzt schauen wir, was da so gibt. Über langsam durchsuchen, damit ich da keine Aufregung, kein Wirbel schlage, keinen allzu lauten. Ein Energy Drink ist ja immerhin schon was, aber nicht das, was ich gesucht hätte. Kann man so eine Bude nicht abfackeln einfach. Also ich schmeiß einfach mal so eine Brandgranate rein und das ganze Xol ist da einfach verbrannt und fertig. Die Frage ist, ob ich da schießen soll überhaupt oder eher nicht. Ah, überall Zombies, pass auf, komm her, da bekommst du wieder gleich mit meiner Axt auf die Birne. Der nächste. Ich muss aufpassen, dass die Axt nicht mal kaputt ist dann. Weil die wird auch nicht ewig halten. Können wir schneller suchen, weil jetzt haben wir keine Zeit für den Schmarrn. Oh, zwei Stück gleich. Ah, hör auf. Ich könnte was zu essen brauchen. Haben doch was gefunden, oder? Da links, nimm die Dose her. Verwenden. Ah, bitte. Was gegessen und schon geht's ja besser. Und schon wieder ist ein Viech da. Haupt da. Auch nichts gefunden. Was ist da? Das ist eine Kiste, die bringt mir nichts. Ein Fernseher. Da gibt es sicher ein Werkzeug oder sowas. Aufbrechen.
Rohr mit schwerer Muffe am Ende. Brauche ich nicht. Wieder keine Leitung liegen da. Waren wir da schon drin? Nö, oder? Badezimmer? Da gibt es aber gar nichts. Aber das Haus schaut so aus, wie wenn es den ersten Stock geben würde, oder? Irgendwie haben wir noch Ressourcen zum Finden, aber... Ah, da. Ein Buch oder was? Oh, das war laut. Was gibt's denn da? Aufbrechen, was ist das? So, jetzt habe ich... jetzt habe ich einen Ärger beisammen. Jetzt habe ich einen Wirbel beieinander. Ah, befreie dich. Oh. Warte, ich brauche Medizin. Ich brauche... Ja, was soll ich machen? Jetzt bin ich tot, oder? Hallo? Ja, die ist jetzt tot, würde ich mal sagen. Okay. Jupp. Du und alle deine Freunde sind tot. So, welcome to our little home. Sorry you had to show up at such a bad time. But we're really glad you're here. We've lost too many people already. Jo, wie auch immer ich jetzt bin, keine Ahnung, mal schauen, wer bin ich denn da jetzt? Red Rebane. Ich habe ein Gewehr ohne irgendwas, ich habe nichts. Gut, ich würde sagen, ich muss mal im Internet ein bisschen recherchieren, wie das Ganze hier läuft. Ich check das einfach nicht. Ich bin einfach wirklich zu doof dafür. Fragen über Fragen. Ja, es bleibt dabei. Ich kann nur Fragen und immer wieder Fragen. Und ich weiß es nicht. Was mache ich mit den Leuten? Wie mache ich da was? Ja, bin schon gespannt, ob ihr mir hier jetzt nochmal Kommentare geben könnt, beziehungsweise das in den vorigen Videos schon gemacht habt, das ich einfach noch nicht gesehen habe. Gut so, sage ich mal danke fürs Zuschauen. Drückt mir die Daumen, dass ich bei den Zombies ein bisschen mehr Chance habe. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.